Hallo und herzlich willkommen bei Next Move. Mein Name ist Thomas Geiger und Stefan hat mir mal wieder ein bisschen Screentime eingeräumt, um euch eines der interessantesten Elektroautos vorzustellen, das nächstes Jahr auf den Markt kommt. Den Hyundai Inster. Nein, nicht Insta, nicht Instagram, sondern Inster. Und den Namen solltet ihr euch merken, denn dieses Auto könnte durchaus wichtig werden. Hyundai betritt damit das Segment der Budget-EVs. 25.000 Euro als Richtgröße, zum genauen Preis kommen wir gleich noch. Damit konkurriert er mit einem Citroën EC3, mit der Einstiegsversion des Renault R5, demnächst mit einem Fiat Grande Panda, einem Opel Frontera und irgendwann dann auch mal mit dem VW ID.2, wenn der Ende nächsten, Anfang übernächsten Jahres auf den Markt kommt. So lange muss man auf den Inster nicht mehr warten. Hier in Korea ist er als Casper schon seit 2 Jahren unterwegs und dort der heiße Scheiß. Jetzt also in einer verlängerten Variante auf dem Weg nach Europa. Wenn ihr wissen wollt, was ihr von dem Auto erwarten könnt, wie er sich schlägt, was er bietet, bleibt dran und kommt mit auf eine erste Testfahrt im Hyundai Inster. Lasst uns, bevor wir einsteigen, noch ganz kurz ein bisschen was zu Form und Format des neuen Insta zusammenfassen. Das Auto ist 3,82 Meter lang, das sind 20 cm mehr als die Korea-Version, aber natürlich trotzdem noch extrem kompakt. Es ist vor allen Dingen unglaublich schmal, sodass man relativ gut in der Stadt unterwegs ist, einfach parken, einfach rangieren kann. Radstand 2,58 Meter, das heißt, auch hinten bleibt ein bisschen Platz, zumal die Koreaner einen sehr pfiffigen Innenraum sich ausgedacht haben. Zu dem kommen wir gleich auch noch. Kofferraum 280 Liter in der Minimalkonfiguration und auch da ist reichlich Luft nach oben. Und obwohl dieses Auto mit spitzem Stift kalkuliert worden ist, hatten die Designer viel Spaß dabei und haben den Sparwillen ihrer Entwickler mit umso mehr Spaß und Kreativität kompensiert. Das Auto sieht jetzt schon relativ rugged aus, also so ein bisschen nach Offroader. Es gibt dann demnächst sogar einen Cross, der tatsächlich ein bisschen auf Geländewagen macht. Und wir haben relativ viele Stilelemente der Ioniq-Modelle. Wir haben das Pixellicht, die Pixel tauchen auch hier oben an der Dachreling auf. Und weil der Casper ein Comic-Charakter ist, eine Art Superhero, tauchen auch überall Comic-Signes auf. Jetzt aber genug der Vorrede, einsteigen, losfahren. Kommt mit, wir drehen die erste Runde im Hyundai Inster. Vor der Fahrt noch ein paar Worte zum Innenraum. Wenn wir uns im Insta umgucken, merkt man natürlich, dass die Koreaner mit spitzem Stift gerechnet haben. Es gibt also relativ viele harte Kunststoffoberflächen. Die Materialauswahl ist sehr, sehr kostenbewusst. Aber das Auto hat deshalb trotzdem relativ viel Pfiff und relativ viel Ausstattung. Pfiff heißt Variabilität. Rückbank um 16 cm verschiebbar. Klapptische, die man hinten an die Sitzlehnen stecken kann, eine variable Rücklehne, eine relativ einfache, aber effektive Gepäckraumabdeckung. Da sind sie also wirklich pfiffig und wirklich gut unterwegs und es gibt vor allen Dingen unglaublich viele Ablagen. Hier unten eine große Konsole, hier, 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 in den Türtaschen, in den Türgriffen, überall Platz ohne Ende. Und was ich auch ganz besonders charmant finde, die Mittelarmlehne verschwindet nach hinten und dann habe ich selbst hier vorne eine Art durchgehender Sitzbank. Man kann also wundervoll kuscheln. Außerdem kann man alle Sitze umlegen. Dann wird der Insta zur Liegefläche und man kann die Ladezeit mit einem kleinen Schlummern oder gar, je nach Begleitung, mit einer kleinen Kuscheleinheit versüßen. Ansonsten gibt es relativ viel Ausstattung, zumindest optional. Haben die Koreaner Sitzheizung, Sitzlüftung eingebaut. Natürlich Navigation, digitale Instrumente. Hier die Leuchtpunkte im Pralltopf der Hupe, die mir den Ladestand signalisieren. Lenkradheizung, Furz- und Feuerstein, alles da. Alle nötigen Assistenzsysteme. Da haben sie also nicht gespart. Los geht's, die ersten Meter im neuen Hyundai Insta. Und dafür, dass der Wagen so klein ist, fühlt er sich vergleichsweise erwachsen an und hat alles, was wir vom Elektroauto kennen, von einem Elektroauto erwarten. Es gibt unterschiedliche Drive-Modes.
Also ein Eco-Modus mit reduzierter Leistung, einen normalen Modus. Es gibt sogar einen Sportmodus, wo das Auto ein ganz klein bisschen zumindest die Muskeln anspannt. Und es gibt einen Traktionsmodus für Schnee und schlechte Straßen. Und es gibt, wie bei allen Koreanern, unterschiedliche Rekuperationsstufen, so dass ich also One-Pedal-Fahren betreiben kann oder dem zumindest ein Stückchen näher komme als bei vielen europäischen Modellen. Angeboten wird der Inster in zwei Varianten. Die Basisversion, die bei uns knapp 24.000 Euro kosten wird, also ein echtes Wort, fährt mit 97 PS, erreicht immerhin 140 km/h und hat einen 40 Kilowattstunden Akku, der für 300 Normkilometer reichen soll. Die teurere Long-Range-Version kostet Einstiegspreis knapp über 25.000 Euro, fährt mit 115 PS, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h und hat einen 49 Kilowattstunden großen Akku, der dann für 355 Normkilometer reicht. Das ist alles nicht die Welt, klar. Damit stellt sich einmal mehr die Frage, ob solche bezahlbaren Einstiegsautos tatsächlich Alltagsautos sind. Aber genau wie bei Renault 5, bei Citroën EC3 und bei anderen Neuheiten wie demnächst beim Fiat Grande Panda und vielleicht irgendwann dann tatsächlich mal beim VW ID.2 ist das eher eine Frage unserer Ansprüche und nicht eine Frage dessen, was die Autoindustrie tatsächlich zu Wege bringt. Ein Punkt allerdings, der schmerzt und da merkt man dann die Sparsamkeit tatsächlich. Das Auto hat eine 400-Volt-Architektur, damit kann man noch leben. Aber die Ladezeiten, die sind echt eine Frechheit. Denn 11 kW am Wechselstrom sind in Ordnung, aber 85 kW am Gleichstrom, davon Schnellladen zu sprechen, das fällt dann langsam schwer. Ja, das war sie dann auch schon, die erste Ausfahrt mit dem Hyundai Inster. Ein kleines Auto, das aber einen großen Einfluss auf den Markt haben könnte. Denn die Preise sind echt attraktiv. Knapp 24.000 Euro für die kleine Batterieversion als Einstieg und der Long Range im Einstieg bei ungefähr 25.000 Euro. Damit gehen die Preise für Elektroautos bei Hyundai mal eben um 30% runter. Und Hyundai besetzt ein Marktsegment, in dem die deutschen, insbesondere die norddeutschen Hersteller, noch nicht präsent sind. Denn der VW ID.2 lässt ein bisschen auf sich warten. Und wenn man den hier mit einem Citroën EC3, einem Opel Frontera vergleicht, dann wird die Sache schon ein bisschen schwierig. Klar, Renault R5 hat mehr Esprit, mehr Lebensfreude. Aber da ist erstens das 25.000 Euro Modell noch nicht da. Und zweitens geht der Spaß dort eigentlich erst bei jenseits von 30.000 Euro los. Ob der die Elektromobilität so richtig voranbringt, das ist die andere Frage und die kann eigentlich nicht der Hersteller entscheiden, sondern das müssen wir Kunden entscheiden. Denn wie bei all diesen Kleinwagen, die jetzt gerade auf den Markt kommen, ist die Reichweite eben nur eingeschränkt alltagstauglich. Wenn man genau überlegt, reichen 300 Kilometer natürlich. Mit unseren Ansprüchen, die wir so bislang aus der Verbrennerwelt übertragen haben, ist es etwas wenig und wir werden unsere Gewohnheiten ein bisschen umstellen müssen. Bin mir sicher, in den Kommentaren wird es gleich wieder heftige Diskussionen geben. Erstwagen, Zweitwagen, das muss tatsächlich jeder für sich entscheiden. Aber wer jetzt nicht gerade volljährige Kinder mit sich rumfährt und wer nicht jedes Wochenende weit raus aufs Land zur Oma fährt oder gar jedes Wochenende nach Italien in den Kurzurlaub, der ist mit einem Auto wie dem Inster echt in.